So, willkommen zur letzten ADX Dungeon. AV fehlt noch. Aber die zähle ich jetzt mal nicht als Solo dazu. Frozen fehlt jetzt nur noch. Ich habe jetzt nur 2 SP. Normalerweise, wenn ich halt mehr habe, renne ich mit 4 SP durch. Das ist für mich das Einfachste, aber ansonsten standardmäßig immer 3 SP. Diese Dungeon würde ich beurteilen, geht an Platz Nummer 2 von den Schwierigkeitsgraden, und zwar ist das der erste Boss hier. Und zwar hat der ein Heal von 10.000. Ja, und das ist ziemlich viel. Hey, am Anfang hatte ich Probleme. Das allererste Mal, wo ich hier drin war, hatte ich 2-mal BMA gebraucht, um den runterzukriegen. Also das war schon extrem. Weil ich keinen Plan hatte, wie ich den hier am besten schaffe, aber jetzt ist das alles easy. So. Aber wie gesagt, der erste Boss hat halt einen Heal von 10.000. So, diese Mobs könnt ihr ignorieren hier. Keine Ahnung, was der Spaß hier sein soll. Die laufen von einem Warp-Portal da hinten hin und dort drüben sterben sie immer. Das war jetzt der in der Mitte. Hier gibt es einen kleinen Trick, den kann man eigentlich mal recht gut sehen. Ihr müsst halt hier einmal einen bestimmten nur killen, aber ihr könnt ihn immer sehen. Müsst ihr auch achten, der ist es. Also immer der Letzte, der spawnt. Der ist es auf jeden Fall. Aber dem starte ich auch schon mal. Kombo. Ah, jetzt habe ich auch einen Helliger gemacht. So, bei dem mache ich BMA an, weil das ein Arschloch-Boss ist, hoch rein. Also den kann ich überhaupt nicht leiden. Weil, wenn ich jetzt Pech habe, sterbe ich sogar an den, weil der hittet so krass durch, der die ganze Zeit, 1400, also das ist widerlich. Bei dem verrecke ich ziemlich oft, vor allen Dingen, wenn ich nicht die 1000 HP-Pots habe, im Moment habe ich noch welche. Aber es funktioniert eigentlich alles noch im grünen Bereich. Obwohl, SP ist noch nicht ready. So, einmal die Quest dann abgeben und dann geht's eigentlich auf zum Endboss. Warum hat der jetzt überlebt? Normalerweise, wenn er eine Quest macht, sterben alle, bis auf der hier. Folgen wir ihn mal. Wie gesagt, der läuft hier rein und stirbt dann. Eigentlich. Jetzt. Was soll das überhaupt sein? Ich habe keine Ahnung. Zumindest attackt es mich auch. 16 Schaden. Wow. Gut. Langt SP? Ja, langt. Dann auf geht's. So. Ich fade step immer hier rüber, weil diesen Statue, den müsste dann abklicken zum Quest beenden. Diesmal bin ich nicht BMA, diesmal langt das halt von der Zeit. Aber er gibt halt nach einer Zeit Anruf. Und wenn er dann tot ist, stehe ich da immer noch mit einem Anruf dumm rum. Kann dann aber währenddessen schon mal die Dungeon beenden und die Kiste aufmachen. Ah, shit, Ringe sollte ich mal wieder wechseln. So, ab der Hälfte fängt an, genau, sich aufzuladen. Dann macht er jetzt noch einen normalen Hit. Jetzt haut er gleich Unmove. Der mir Unmove gleich. Da ist er. Und jetzt kommt eine Spike Attack. 3200 zieht die mir. So, und das war's. Wie gesagt, diesen Kram wiederholt er halt immer wieder. Unmove, Spike Attack. So, das war's mit der Dungeon. Gut, hi noch. Das war wieder der letzte One. Jetzt habe ich 100 Dungeon Points auch noch voll. Und Dungeon Reward Mail. Eine Mail noch. Und dann habt ihr die 100 Dungeon Reward Mails wieder. Also bis dahin. Ciao.